Moin moin, liebe Zuckerfreunde. Ich darf euch heute herzlich wieder zu einer Folge Transport Fever 2 begrüßen. An meiner Seite ist leider Kante heute nicht da, aber wie ihr merkt, ich bin mal wieder da. Und wir werden uns heute unter anderem um Schiffe kümmern und um Züge. Es ist eine Dampftram geplant. Aber Moment mal, ich höre gerade mein Handy rappelt. Hallo? Ah, Kante, du bist da. Ja. Bin ich dir jetzt dazwischen gefallen? Ich hoffe nicht. Nö. Okay. Ja, moin. Ja. Der Manu ist wieder da. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Schön, dass du die Anmoderation mal hier übernommen hast. Wir wollten euch mal ein bisschen schocken, mal ein bisschen die andere Seite, die Kehrseite des Ganzen zeigen. Der Manu ist wieder gesund und wir sind hier munter am Freitagabend hier im Live-Let's Play. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr eingeschaltet habt, wie der Manu schon erzählt hat. Wir wollen ja dieses Mal ordentlich wieder in den Personenverkehr einsteigen. Und das wollen wir nicht nur mit dieser Lok und diesem Zug machen, sondern wir bauen eine neue Strecke, weil wir wollen das Schienennetz und allgemein das Netz natürlich ein bisschen ausbauen. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich denke mal, der Güterzug wird die abhängen, ne? Sagt mir die Geschwindigkeit, na? Und das interessiert mich jetzt, oder? Fangen wir mit. Abhängen, das ist eine gute Frage. Er ist vorne. Ja, und wird schneller. Ja, engerer Kurvenradius. Ja. Ja, aber fährt auch nur 120, ne? Die Chat glaubt die Lok, ne? Die 111? Ne, die 111 fährt 160, aber die Silberlinge fahren nur 120. Ah, siehst du? Also hat uns der Güterzug eiskalt ausgenockt. Ja gut, so eine Bummelbahn, die an jedem, wie sagte meine Mutter so schön, Misthaufen hält. Ja. Ja, und da bremst du auch schon runter. Alles klar. Gut, mehr wollte ich gar nicht. Das ist eine schöne Anfangssituation. So, der Bürgermeister von Karlsruhe, der Michael, und der Bürgermeister von Rom haben sich an einen Tisch gesetzt. Was ist denn hier schon wieder, Alter? Sommerloch, ja. Und haben gesagt, die möchten gerne einen Fernzug, eine Direktverbindung haben. Und zwar mit einem etwas schnelleren Zug, der halt nicht nur die 120 fährt, mit so einem Bummelzug, sondern auch etwas schneller fährt. Da haben wir uns jetzt so ein bisschen rausgeguckt, eine schöne Strecke. Und da hat sich gleich der Bürgermeister von Lepfenhofen mit an den Tisch gesetzt und hat gesagt, Moment, der Zug geht bei mir vorbei, ich will einen Bahnhof. Ein Südbahnhof. In dem Sinne, weil wir es ja eingenordet haben, ein Nordbahnhof. Den werden wir hier oben mit zwischensetzen und gucken mal, wie wir das Ganze hier gleich umgesetzt bekommen. Ich bin sehr gespannt, wie wir das Ganze wieder hinkriegen, denn wir wollen natürlich so viel Schienennetz wie möglich benutzen, was schon vorhanden ist. Aber der Manu wird mir natürlich wieder Steine in den Weg legen, damit ich das Ganze nicht zu einfach hier über die Bühne bekomme. Der Bahnhof hier ist ja vorhanden. Ich glaube, Personensteig haben wir nur einen. Und haben auch nichts mehr frei, ne? Ne, wir haben auch nichts mehr frei. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir das hier noch ansetzen. Da kann der Bürgermeister sich ja schon mal Gedanken drum machen. Wir haben hier Schienen liegen, die nur 120 fahren, aber es ist im Bahnhofbereich ja auch durchaus in Ordnung. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier hinten aus dem Bereich geradeaus rüberkommen. Einfach mal versucht. Wird wohl nicht gehen. Nee. Da müssen wir wohl vorher schon raus. Ich denke mal, da werden wir uns die beiden hier mal wegnehmen. Und dann gleiten wir hier einfach mal. Warte mal, wir nehmen uns das erste Gleis. Da gibt es jetzt schon die ersten Anforderungen aus Rom. Denk an die 180 im Kurvenbereich. Ja, die 180 werden wir ja nicht erreichen. Das ist eine Alko, die ihr da fahren haben wollt. Ja, die fährt 180. Ja. Maximal. Warte mal. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir das mal rausnehmen hier, ob wir die irgendwie anders da reingebaut kriegen. Ohne diesen komischen Schlenker. Ah, guck mal, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Das ist natürlich nichts Hochgeschwindigkeitsmäßiges. Kriegen wir doch noch? Nein, kriegen wir nicht.
für 95. Aber hier vorne kriegen wir die nicht anders raus. Also hier hat die auch einen engen Kurvenradius. Wir können höchstens nochmal gucken. Sagt hier die Geschwindigkeit. Das ist auch bei 100. Also wir haben hier eh eine Brücke, die auf 90 begrenzt ist. Damit geht das, glaube ich, völlig in Ordnung, oder Manu? Ja. So. Danke für deine Bestätigung. Langsamer geht immer bei dir. Gerade wieder da. Ne? Ja, und wir hätten auch schon Nachrichten im Angebot. Jetzt schon? Ah ja. Ja, bitte? Daily Tropical News, Aschaffenburg. Redaktion wieder offen. Ein Großteil der Mitarbeiter der Redaktion sind wieder im Einsatz. Die meisten befinden sich im Homeoffice. Es wurden durch das fantastische Gesundheitsministerium einige Sicherheitsregeln für Büros aufgestellt. Grundsätzlich darf der Chef einer Firma nur noch aus dem Homeoffice arbeiten. Mitarbeiter müssen mindestens 10 Kilometer Abstand vom Chef halten. Wie Experten des Norbert-Blüm-Instituts meinten, wird durch diese Maßnahmen die Arbeitsqualität und Produktivität der Mitarbeiter signifikant verbessert. Auch die Mitarbeiter der New Kante Logistik Group profitieren vom Daheimbleiben ihres Chefs. Der Vorsitzende des Betriebsrats der New Kante Logistik Group im Interview. Endlich keine Ad-Hoc-Entscheidungen und ein Fahrplan, der mehr als einen Tag Bestand hat. Du verbaust dir gerade die Schiffswerft. Ja, ich arbeite daran. Ich weiß, dass wir die Schiffswerft dafür gerade verbauen. Wir müssen ja nur erstmal den Anfang finden. Und jetzt verbauen wir uns die Werft nämlich nicht mehr. Jetzt muss ich aber gucken, wenn ich jetzt hier runtergehe, dann verbaue ich mir die wieder, ne? Ah, nicht unbedingt. Einen kleinen Platz hätte ich noch, aber das ist natürlich auch viel zu weit runter. Aber ich möchte schon ganz gerne. Ja, das sieht gut aus. Da haben wir hier nämlich auch einen sauberen Ansatz am Ufer. Ja. Am Ufer, genau. Ufer. Endlich habe ich wieder jemanden, der mir hilft, wenn ich nicht weiter weiß, was ich sagen wollte. Ja, das ist mir in Folge 51 zweimal aufgefallen. Ja. Wenn man da sitzt und dann baut und redet und dann kommt auf einmal so, warte mal, irgendwas wolltest du sagen? Was war das denn noch? Tja. Warte. So, das sieht ein bisschen besser aus. Soll ja nicht immer alles nur gerade sein. Krumm ist ja das neue Gerade, habe ich gehört. Das sieht gut aus. Dann haben wir hier nämlich schon, da müssen wir nochmal schauen, wie da die Geschwindigkeiten sind. Hier sind 162, das ist natürlich sehr wenig. Dann müssen wir uns da leider von den schon anliegenden Gleisen trennen. Könnten an dieser Stelle aber mal was Lustiges bauen. Und zwar von der Brücke in den Tunnel rein. Ich glaube, das könnte man auch ganz gut machen. Ich würde nur die Brücke wechseln. Ja. Ja, es funktioniert immer noch. Ich muss mir noch mal Tunnelportale holen. Ja, an dieser Stelle natürlich nochmal eine ganz klare Entschuldigung von mir, wenn ich jetzt in letzter Zeit nicht ganz so viele Kommentare beantwortet habe. Aber ich hatte doch schon ziemlich viel um die Ohren in der letzten Zeit. Deswegen, aber ich beantworte sie bald. In Kürze wieder sozusagen. Wir brauchen auf jeden Fall das Ding, um hier den Anschluss zu haben, brauchen wir hier auf jeden Fall ein Güterterminal. Ja, ein Gleis. Ein, warte mal, wie heißt denn das Ding jetzt? Eine Plattform, so. Ja.
du willst hier eine Personenplattform jetzt noch setzen? Nee. Ich würde jetzt auf der rechten Seite von dem Bahnhof würde ich jetzt die beiden Gleise setzen, die jetzt hier in der Mitte sind. Achso, du willst ausschwenken mit dem Güterzug. Genau, dass wir den Güterzug ausschwenken, weil wir links rüber müssen mit dem Personengleis. Da muss ich jetzt mal gucken, wie wir das jetzt am besten machen. Weil wir brauchen ja eigentlich kein Gleis in der Mitte. Wir bräuchten in der Mitte eigentlich nur... warte mal, wenn wir jetzt hier noch Plattformen hinsetzen. Dann müsste ja... Theoretisch... Du brauchst doch keine Plattform. Du kannst auch die Güterplattform lassen. Ja, doch zwei Seiten. Ach so, willst du das machen? Durchfahrtsgleise. Ja, ich überlege, ja genau. Ich überlege gerade, jetzt passen da zwei Gleise an. Jetzt haben wir aber immer noch nicht. Nee. Wir müssen das. So müsste das gehen. Wenn wir das so machen und auf der anderen Seite noch ein Gleis. Dann haben wir einen auf der Seite hier stehen und einen auf der anderen Seite und können eine Plattform nutzen. Ja. Ich glaube, damit fahren wir am besten. Also auf die linken Gleise jetzt gesehen den Schnellzug und auf die beiden Plattformgleise dann die Güterzüge abstellen. Ganz genau, ja. Dann vorne dran im Prinzip ausschwenken. Und eine Kreuzweiche vor, ne, dran. Ja, ob wir das vorne machen, weiß ich noch nicht genau, aber das kriegen wir alles hin. Ich habe jetzt mit Absicht Pause gemacht, weil sonst, wenn die Züge hier reinfahren, dann zerhauen wir uns hier alles. Also sie sollen weiterhin voneinander getrennt bleiben, die Gleise. Wir gehen aber nicht auf das andere Gleis drauf. Sondern die bleiben nebeneinander. So, pass auf. Terminals. Jetzt haben wir hier rechts das Kohlegleis. So, jetzt gehen wir auf mit dem Kohlegleis erstmal auf Terminal 1. Ja, ich weiß, dass du da im Moment nicht rankommst. Das ist aber nicht so schlimm. Aber jetzt muss ich ja erstmal das andere wegnehmen. Oh, das wollte ich gar nicht. Kommt da wieder hin und da auch. Bis vorne hin. Ja, ich hätte die auch nebeneinander bauen können, aber das baut man eigentlich fast immer. Ja, so sieht es eigentlich realistisch aus. Ist ja auch cooler, wenn du hier mit dem Schnellzug durchfährst und da steht nochmal ein Güterzug direkt daneben. Flugasche und Flugrost und an alles unterwegs ist. Mhm. Ja, genau. Ich sehe schon, du verstehst mich. So, die 120 würde reichen, ne? Wir fahren eh, glaube ich, nur 120, ne? Ja, du hast die kleinen Waggons, ja. Und die Ludmillas. Legen wir die quasi parallel zu den vorherigen. Hier müssen wir nochmal eine Straße abreißen, weil hier die Bahnhoflänge einfach drüber geht. Und da müssen wir jetzt auch erstmal warten, dass wir den Bahnhof da hingebaut kriegen.
Wir haben ja hier schon echt langes Gebäude, langes ausgesucht hier. Auf 480 Meter Länge, zwei Gleise. Erstmal, das bauen wir eh noch aus. Gebäudegröße. Wow. Ja, fertig, Baukasten. Ja, das nehmen wir, wa? Ja, an die Stelle. Die zwei Gleise, die du jetzt gerade benutzt, sind jetzt aber die Schnellzugstrecke, oder? Ja, ich muss es ja eh ausbauen. Den Güterzug muss er hier als Durchfahrt durchgehen, weil wir die äußeren nutzen. Oder willst du die auf die andere Seite setzen und dann immer über den Bahnübergang juckeln? Dann könnte ich sie so rumsetzen. Das wären jetzt eigentlich die, die ich setzen möchte. Ach so, wie du es jetzt hebst, hätte ich es gebaut. Und dann von der Seite rüberfahren auf die andere Seite. Ja. Ja, okay. Und der Bürgermeister beschwert sich über die Größe vom Gebäude. Viel zu klein. Geht nicht größer. Also in dem Fall. Ach, schier. So, Konfiguration. Achso, doch, geht noch größer. Hier können wir noch anbauen. Aber hier hinten nicht mehr. Aber auch nur noch einen. Lassen wir es so, wie es ist. Wollen wir da noch ein totes irgendwas zwischenmachen? Als Schutz für die Fahrgäste? Eine tote Plattform? Könnte man theoretisch machen. Gibt es für diese Plattform denn noch Seitenwände? Asset? Warte, verschiedenes. Nicht. Doch, warte mal. Wenn wir nur die nehmen. Nee, warte mal. Warte mal, wenn wir das jetzt so machen, was auch. Da muss ich mal eben kurz gucken. Ich glaube, wenn wir das so machen und dann hier rüber bauen, dann werden das Seitenwände. Aber auch nur, wenn da der Abschluss ist. Ich glaube, wenn du da jetzt noch wieder Gleise nebensetzt, dann ist es wieder offen. Ja, dann ist es wieder offen. Ja, dann guck mal bei beim Asset. Beim normalen Asset. Warte, ich reiß die Seitenwand mal ab und nehme dann mal ein Stück weiter. Wir wollen noch mal ein bisschen experimentieren. Ja. Aber dann baut er keine Seiten mehr. Nee. Nur eine Überdachung. Bei den Assets haben wir da was, echt? Gucken wir mal durch. Depot. Ein Holzzaun. Zug, Lok, Waggon, Flugzeug, Bus, Container. Nein, haben wir nicht. Bei dem Symbol mit dem Gleis, neben rechts vom Auto. Rechts vom Auto? Du hast doch oben Icons. Auto, Zug, Glocke. Das sind nur die Container. Nur die Loks, nur die Bäume, nur die... Okay. Das ist halt der Filter. Stimmt, ja. Ja, dann
müssen wir wohl noch eine Forschungsgruppe auftun fürs nächste Mal. Ja. Also toter Bahnsteig. Ja, würde ich sagen. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Arzemerei, vielen Dank für dein Resub, mein Lieber. Da bügeln wir hier mit zwei Gleisen durch. 25 Monate? Alter Schwede. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Natürlich auch an jeden anderen geht der Dank der Unterstützung natürlich raus. Ja, ne? Ganz, ganz großen Dank. Ja, an der Stelle möchte ich mich auch an den ganzen Kommentaren bedanken, die mir gute Besserung gewünscht haben in den letzten Folgen, wo ich nicht dabei sein konnte. Hat geholfen, ne? Ja, es war sehr angenehm zu lesen. Gut, pass auf, dann gehen wir hier nämlich mit dem wieder raus. Oh, 161, wie geplant. So, in welche Richtung fährt der? Der fährt in die Richtung, okay. Dann müssen wir den da noch irgendwie mal runter holen, aber das kriegen wir gleich mit einem. Da steht noch, irgendwo hast du noch einen Fehler drin. Ja. Naja, klar, weil keine Gleisverbindung da ist. Genau. Alles andere brauchen wir. Oh. Alles andere brauchen wir gleich noch um. Wir gehen jetzt erstmal hier in das Gleis mit rein, einfach damit wir die Verbindung haben. Oh. Damit wir die Verbindung haben und die Züge dahin kommen, wo sie hin sollen. Und zwar in ihre neuen Bahnhöfe. Wo willst du jetzt hin? Ach, sie ja, ist vielleicht der Eisen, der Eisen, Ding musst du auch noch umsetzen. Genau, den Eisenzug müssen wir auch noch umsetzen. Der Eisenerz geht. Achso. Warte, machen wir hier. Terminals. Von 3 auf 2. Und dann sind beide Züge nämlich jetzt hier auf der Strecke drauf. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Ich will es natürlich noch weicher hier rüber bauen. Aber das kommt dann zu gegebener Zeit. Da muss ich jetzt erstmal sehen, dass er hier rüberkommt. Und hier natürlich auch noch erstmal ein paar Signale. Und hier vor der Weiche. Und hier setzen wir noch eine Weiche. Das müsste soweit passen. Das bauen wir dann nochmal neu, den Übergang hier. Oder wir reißen ihn weg und lassen den Untergang hier. Weiß ich noch nicht. Der Untergang. Ja, okay. Gut, irgendwie musst du ja dann auch mit der Straßenbahn auf die andere Straßenseite kommen. Genau. Oder man baut einfach noch einen zweiten Untergang. Oder das. Nein, Unterführung in dem Sinne. Ja, der Untergang war auch nicht so gut gewählt von mir. So, jetzt kann ich hier das Ganze ein bisschen besser einschätzen und einbauen. Da wollen wir ran. Achso, falscher. Der muss es sein. Nee, gar nicht. War schon der richtige. So, mit dem Gleis wollen wir jetzt ganz anders verfahren. Mit dem Gleis wollen wir jetzt hier rum und da rein. So, im Grunde genommen. Also durch den Güterbahnhof jetzt von der Seite durch. Also mal gucken, passt das alles? Nee, das passt noch nicht so.
da ist er nicht verbunden. Siehst du? Jetzt passt es. Gut, dann können wir nämlich auch laufen lassen, nicht, dass ich noch pleite gehe. Ja, ja. Mhm. Wie ich sehe, waren deine Trading-Geschäfte an der Börse sehr erfolgreich. Ja. Ich habe deine Abwesenheit sehr gut nutzen können. Naja, mal gucken, was die Finanzdienstleistungsaufsicht der Qatar Islands dazu sagt. Ups, die haben ja gar keine. Dann können wir von hier aus. Können wir mal versuchen. Guck mal, geradeaus. Geradeaus geht gut. Machen wir geradeaus. Dass das auch eine saubere Weiche wird. Sehr gut. Wir bauen erst das äußere Gleis natürlich. Das innere wird ja langsamer, deswegen gehen wir ein bisschen über die 200. Hey. Na, oh. Manu, du bringst mich hier ganz durcheinander. User has left the channel. Er ist so ungewohnt, ich weiß. Ach, ist so schön, dass du wieder da bist. Da merkt man mal wieder, was 2 Jahre so, ne? 3. Wir sind im dritten Jahr. Ja, die Aufnahmesession vor 3 Jahren war mein Debüt. In Plusburg. Glückwunsch, Manu. In Plusburg. Ja, Plusburg. Aber die Eiko fährt eh nur 188, ne? Ja, sowas in dem Dreh rum. 3 Jahre Manu auf Kante zockte. Vor 3 Jahren hatte Manu seine erste Aufnahmesession. Als reiner Zeitungsschreiber. Am 17.03. Ja. Das ist schon cool, muss ich sagen. Oh, schon wieder neu. Oh! ÖBB CityJet. Oh, 422, 422, 423 und die 1440 Enno. Ja, langsam ist voll. Ja, langsam kommt die Abwechslung. Wir werden immer moderner und die Züge werden immer altmodischer, die gewählt werden. Oh, hier werden jetzt schon Kommentare im Chat. Gucke ich tatsächlich schon 3 Jahre zu. Tja. Gut. Ja, dann haben wir die Strecke auch schon fertig gebaut. Ach nee, haben wir noch nicht. Wir haben hier hinten noch gar nicht angeschlossen. Also, der Güterzug fährt jetzt hier durch. Das müsste eigentlich alles passen. Der wechselt hier die Spur. Ohne Bremsen, das ist gut. Material liegt auch am Bahnsteig. Ja, das ist schon... eben 1,3 Millionen plus. Achso, das Jahr ist zu Ende. Da hat er 11 Millionen plus gemacht. Sound kaputt? Okay. So, dann haben wir das nämlich fertig. Das andere auch. Das passt.
So, die Personenzüge nageln ja durch. Dann sprinten sie hier hinten raus. Und dahin müssen wir jetzt eigentlich hin. Wenn wir jetzt direkt verbinden, kommen wir. Das sieht gut aus. Könnte höchstens noch einmal mit Shift und N, oh, und zweimal, dass sie ein bisschen ebenerdiger sind. Und ansonsten bauen wir das so. So. Glätten wir das Ganze noch ein bisschen. Hier kommt gerade eine ganz entscheidende Frage aus dem Chat auf YouTube. Kurze Frage, wer fördert den Bau der neuen Schnellzugstrecke? Karlsruhe, Rom, Epfenhofen? Oder die, und die Bürger von Aschaffenburg und Kanton Blitz, weil sie genug Geld haben? Alle. Naja gut, die Fahrkarten werden halt wieder teurer. Die Fahrkarten wurden nie günstig. Manu. Habe ich auch nie behauptet. Ich sagte ja nur, sie werden wieder teurer. Ich wollte gerade sagen, erzähl nicht so einen Quatsch. Die glauben das nachher noch. Sommerloch, ja. Kann man das nicht abschalten bei Sommerloch? Na, oh, jetzt habe ich noch einen Bahnhof gebaut. Ne, habe ich nicht. Oh, Glück. Oder? Doch. Doch. No. Keiner gesehen. Wie war das beim Modelleisenbahn? Schattenbahnhof. Es war schlechte Lichteinstrahlung. Ja. Ganz, ganz, ganz klar. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Oh, ich könnte mir eigentlich noch so einen kleinen Zopf daneben pflastern, ne? Ja, so parallel zum. Ja. Muss auf der einen Seite reinfahren, auf der anderen Seite wieder raus. Ach so, einmal zum. Das kann man auch. Da muss ich aber gucken, wie wir das jetzt hinkriegen. Weil das natürlich wenig Platz ist. Oder wir bauen den erst und setzen dann die Straße. Wir sind doch da reingezaubert. Stimmt, durchfahren müsste eigentlich so gehen. In der Längsbewegung. Er muss ja nur irgendwie dann eine Treppe zum Bahnsteig haben. Ja, das kriegen wir gleich hin. Mal gucken, mal, okay, passt sogar noch ein Gleis dran. Und jetzt? Gucken, ob wir jetzt da noch eine Treppe rangezaubert kriegen. Ne, Kollision. Ich meine, wir könnten hier hinten noch, aber. Erstmal müssen wir jetzt den Bussteig ausbauen hier. Ja, vielleicht reicht es ja dann hinten bis zu dem Gebäude. Ja, ich muss ja auch noch einen zweiten Straßenzugang. Einbahnstraße unten. Einbahnstraße. Warte. So rum rein. Mhm. Ja, Einfahrt auf Seite vom Bahnhofsgebäude. Ja. Dann passt das auch wieder. Straßen, kleine Straße. Das ist denn jetzt so? Und eigentlich müsste da auch jetzt noch. Nee. Verbindung haben. Ja, da hat er die Verbindung, aber ich dachte jetzt, dass da jetzt noch die Treppe hinpasst hier in der Ecke, aber passt nicht.
Aber man könnte vielleicht noch ein kleines Gebäude hinsetzen. Passagier. Eins. Zwei. So, Passagiere. Bauen wir noch ein bisschen länger. Noch so eine größere Treppe gehabt. Die holländische? Ja, genau. Wo war denn die mit bei? Ganz vorne. Passagiergebäude. Okay, die ist zu groß. Also die Treppe hat keine Funktion in diesem Fall. Aber wir kommen ja auch normal daran. Gut, dann bauen wir den jetzt nochmal um und sagen dem jetzt nochmal, wir brauchen da keinen normalen Straßenanschluss, wir hätten gerne einen Einbahnstraßenanschluss. Und da wollen wir auch raus. Genau. Du denkst an die Ampeln, bitte. Ja, ich denke an fast nichts anderes. Ja, und getrampt muss ja auch noch werden. Was? Ja, das soll ja die Tram lang fahren. Ach, das noch. Das habe ich ja voll vergessen. Oder war das gewollt? Nein. Könnte. Ach, guck mal, dann haben wir hier, hier haben wir ja schon Tram liegen. Das ist ja gut. Oh, die fährt, das ist ja die Zufahrtsstraße und gewesen. Fährt sie von hier aus kurz runter, holt die ab und fährt dann weiter. Genau. Ach, easy. Wie heißt die Linie? NV Epfenhofen. Tram Epfenhofen 2. Genau. So, und von Haltestelle 4. Der Schulstraße. Genau. Halten wir Epfenhofen Anbau. Und fahren dann weiter über die Poststraße. Und schon hätten wir den Fernbahnhof angeschlossen. Somit hätten wir den Fernbahnhof schon mal angeschlossen, genau. Der Bürgermeister setzt auch nochmal ein Ausrufezeichen. In Epfenhofen sind Busse verboten. Eidenei. Eidenei. Aber macht nichts. Die Steigung hier ist auch in Ordnung. Die Ampel könnten wir nochmal wegnehmen. Kommt die erste Tram. Komm, wir fahren mit. Gott sei Dank kommt kein Zug. Sag mal, warum so langsam? Wie mag das die Jungen? Wollen wir die Straße ausbauen? Ich glaube, wir bauen die Straße aus. Weil selbst bei dieser Verengung. Selbst bei dieser Verengung bremst er wieder runter. Also gehen wir gleich auf vierspurig. Das ist bei Bussen ja anders, dann nehmen sie ja die innere Spur, ne? Ja, wird bei Straßenbahn ein bisschen schwierig. Ja. Müssten sie aus dem Gleis rausspringen. Ja, und dann kommt schon wieder der Hinweis, Tram über Schnellzugstrecken, sehr schwierig. Brücke, Fragezeichen. Die merken auch alles, du. Ich wollte mal nichts sagen, aber Zuschauer sind ja sehr, sehr aufmerksam. Muss ich ja schon nichts sagen. Ja. Eine Brücke. Mhm. Ja. Ich wetze einfach an der vierspurigen Straße dann. Oder du gehst vorne in den Tunnel rein. Aber es wäre ein sehr großer Umweg. Ja, also hier eine schnicke kleine Brücke bauen.
Ja, ich hätte wieder so eine Seite hochfahren, einmal rüber, andere Seite wieder runter. Brücke gebaut. Ich weiß gar nicht, wie man sich. Also, wie ist der Übergang, wie ist der Treppenübergang hier? Also, U-Form. Genau, in U-Form. Gut. Ja, nichtsdestotrotz sind wir bei 40 Minuten angelangt und ich wollte eigentlich schon mal versuchen, dass wir die Zeiten so ein bisschen versuchen einzuhalten. Wir haben noch genug zu tun, das heißt, in der nächsten Folge werden wir uns dann nochmal drauf konzentrieren, dass wir hier nochmal eine Brücke rüber bauen, damit wir unseren erfahrenen Zugführern und Infrastrukturplanern gerecht werden. Ich habe da wieder nicht dran gedacht, aber natürlich bei Strecken über 160 km/h, glaube ich, war das, ne? Yep. Müssten Brücken gebaut werden, darf es keine Schienenquerung geben. Ja, also würde ich sagen, wir sehen uns wieder in einer weiteren Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da, einen Kommentar. Ich beantworte die hundertprozentig, auch wenn es mal ein bisschen länger dauert. Seid mir da nicht böse. Aber auch ich habe noch ein reales Leben und für mich ist das auch nur ein Hobby. Bis zum nächsten Mal. Euer Kante. Tschüss. Tschüss.